Ja, jetzt mal hier. So, ey. Halli, hallo. Es gibt ein Mixed. Hallo, ihr seid willkommen bei Mo van VR. Mein Name ist Mo Tensen und wir haben den Affenpresser heute an Bord. Seht ihr? Der sieht aus wie ein blaues Alien. Und der Witz ist nämlich, das hier ist ein Revisit. Und zwar revisiten wir Coryx. Ja? Ich glaube, das habe ich selber das letzte Mal vor dreiviertel Jahr gespielt oder so. Oder einem halben. Und erinnere mich gar nicht mehr, wie das geht. Und jetzt dachte ich, spielen wir mal ein bisschen den netten Multiplayer von Coryx und amüsieren uns dabei. So, und wir haben hier einen relativ einfachen Level ausgewählt. Der Modus ist gegeneinander. Und wir haben die AI ausgeschaltet. Und das müsste eigentlich der Garant dafür sein, jetzt einen unfassbaren Sieg gegen den Affenpresser einzufahren für mich. Ich weiß gar Hab's nicht. aber erst einmal gespielt. Ich wollte gerade sagen, Deshalb ach willst so, du du trotzdem bist, verlieren. genau, aber ich hab sehr lange nicht gespielt und deswegen Pin Willst du Protect, das ist verlieren? mir Board Ach, Rating. habe ich auch schon. Da geht nichts. Zack. Da geht nichts. Was soll denn das sein? Sehr Pin schön. Protect. So, jetzt habe ich Ich weiß Start überhaupt nicht mehr die gewählt. Steuerung, aber ich Ja, bin ich weiß es auch gespannt. nicht mehr. Deswegen, da sind wir beide gut am Start. Da hinten sehe ich deinen Kopf. Ja, wink mal. Hallo. Ich weiß auch gar nicht mehr, man kann sich hier übers Spielfeld bewegen, aber offensichtlich nicht. Ach ja, guck, wenn ich die Daumentaste drücke, dann jetzt stehe ich. Guck mal hier. Hölle. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber was ich auch gerade merke, das Spiel läuft ja wirklich mit 120 Hertz, ne? Und ganz, ganz hohem Sampling-Werten und so. Das sieht wirklich irgendwie krass aus. Also sehr, sehr, ich weiß auch nicht, der Eindruck ist sehr schön. Vielleicht war das auch etwas, was ich bei Coric so gerne mochte. So, und jetzt muss ich mal hier. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das funktioniert, Alter. Ich kann nichts machen. Ah, du musst einfach auf das Ding zeigen, was du machen willst. Ah ja, stimmt. Ich Und dann, aber nicht drücken. Und dann auf das Haupthaus oder so. habe jetzt Dann mein brauchst du Haupthaus erstmal Worker. platziert. Genau. Sehr schön. Ah ja, jetzt geht's. Genau, ich brauche Worker. Tak, tak. Und die kaufe ich hier mit Geld. Oh mein Gott, ich habe das wirklich sehr vergessen. Peinlich. Ja, am Anfang dauert es immer so lang wegen den Workers. Aber, oh nein, jetzt wo ich das sehe, das ist so niedlich. Mit den kleinen Dingern, die jetzt da Naja, Energie holen. sowas wie Age of Empires oder so wäre doch der Hammer. Also, ich Es gibt finde ja noch, alles in VR ist besser. es gibt ja noch zwei Strategiespiele, die ich mir leider noch nicht angeguckt habe. Das eine ist allerdings auch nur Single, soweit ich weiß. Und das andere, glaube ich, da spielt man gegen einen Bildschirm, also gegen einen Flat-Gegner. So Couch-Koop quasi. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Online-Versus hat. Ach so, nee, hat es eben nicht. Das hätte ich mir nicht. Das heißt Battle oder irgendwas Arena. War Arena oder so. Ja. Hat es leider nicht. Sonst hätte ich es So. nämlich sofort gekauft. Ich fange schon mal Weil das an, fand ich cool mit den Panzern. mir hier ein bisschen eine Wall zu bauen. Wie gesagt, ich habe wirklich. Ja, tu halt so. Ne, ich habe ganz Als schön ob du nicht vergessen, mehr wüsstest, wie das wie es Spiel funktioniert. geht. Ja, klar. Der Affe baut sich da auch was, dem werde ich Ja, schon mal. dann macht er schon genau dasselbe wie ich. Super gut. Ich baue hier schon mal eine schöne Grenzvorrichtung. Und, ach so. Ah, das ist ja krass. Es gab auch noch eine andere Steuerungsmöglichkeit, dass ich irgendwie smooth so hier lang eiern kann, ne? Aber die habe ich vergessen. So, und dann machen wir dem Herrn gleich mal Schwierigkeiten. Ach, guck mal, er ist ja auch gleich am Stänkern, ne? Oh, scheiße, das war natürlich blöd. Ich erreiche dich nicht, aber du mich. Aber selber hat er hier die was hier aufgebaut? Kavallerie. Artillerie, meine ich. Ich brauche mal mehr Knete hier. Zack. So. Und ich treffe dich nicht, oder was? Doch, doch. Doch, aber. Scheiße, ich brauche mehr Arbeiter. Arbeitet schneller, ihr Arbeiter. Sich jetzt hier gleich so knaller zu beschießen, ist aber eigentlich auch super dumm. Nee, ist super gut. Wieso? Ja. Nett. Action! Naja, wenn du meinst. Meine ich. Wenn du meinst. So, ihr seht, ne, wie die Follons eiern wir hier erstmal los. Ohne Sinn und Verstand. Und das Hey. Ding ist nämlich. Scheiße, du machst meine Kavallerie kaputt und ich nur deine komischen.
Ja, das war der Plan. Eigentlich so, nach dem Motto. Der Affenpresser versenkt jetzt ordentlich Energy in seine Dings da und dabei ist das überhaupt gar kein wichtiges Gefecht, weil hier noch gar nichts passiert. Ich find's gut. Ach. Mutensen ist am Gewinnen, würde ich jetzt einmal mal so behaupten. Naja. Ich baue einfach so viel Artillerie, wie es geht. Ja, das ist nicht unbedingt das Schlauste. Ich schieße meine eigene Artillerie kaputt, oder kann das sein? Ja, das sieht echt so aus. Sieht so komisch aus. Aber feindlich Feuer gibt es eigentlich nicht. Nee. Was ist das Schießen? So, also für alle, die das zum ersten Mal sehen, Coryx ist halt ein Echtzeit-Strategiespiel, ne? Und zwar läuft das so ein bisschen wie so ein. Weiß ich nicht, wie kann man das nennen? So ein Reverse Tower Defense oder so? Ich weiß nicht. Flugzeuge sind geil. Auf jeden Fall, ihr merkt es, ne? Man baut sich Sachen auf, man verteidigt sich und muss halt Ressourcen abbauen. Ne? Also meine kleinen Arbeiter hier, die holen mir Geld rein. Oh mein Gott, der Affenpresser hat sofort hier so ein Ding losgeschickt. Was für ein Assi. So, jetzt muss ich wegen ihm eine Luftabwehr installieren. Und so läuft das Spiel, ne? Ich muss am Ende des Tages seine Pyramide vernichten und er muss meine vernichten. Und ich mache mir aber gerade Gedanken, weil mein blöder Schießturm, der ist nicht. Oh Gott. So, und der er hält mich damit beschäftigt. Der Witz ist allerdings, dass ich an der anderen Front irgendwie gerade besser aussehe. Ja, total viel besser. Da halte ich ihn nämlich beschäftigt. Und ich verstehe aber nicht, was ist denn mit dir los hier, komischer Schießturm? Schieß besser! Das nervt voll. So, aber es ist ganz witzig, ne? Also er hat mir jetzt hier eine Kaskade Flugzeuge rübergeschickt. Mit dem Move hätte ich jetzt noch nicht gerechnet, weil das in dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht sehr viel Sinn macht. Aber interessant. Ich hab doch keine Ahnung. Das Ding ist nämlich tatsächlich, dass mein, ich gerade verliere, weil die Türme irgendwie die Dinge nicht abschießen. Ich hab verloren. Super. Sehr schade, ich hätte gerne in Ruhe ein Spiel aufgebaut, aber. Aber so funktioniert es halt nicht. So funktioniert es, genau. Also sehr, sehr gute Taktik. Ich wollte hier erstmal groß was aufbauen und mich ausbreiten und Ressourcen sammeln. Affenpresse hat mir sofort Flugzeuge rübergeschickt. Aus irgendeinem verrückten Grund haben meine Abwehrmechanismen die nicht abgeschossen. Das kann ich mir tatsächlich nicht erklären, warum. Echt eigentümlich, weiß ich auch nicht. Naja, also so witzig ist es nicht. Ich habe hier ein Dings Abwehrturm gehabt und weiß nicht, warum der nicht gezogen hat. Echt ein bisschen komisch. So, versuchen wir einfach nochmal, würde ich sagen. Nochmal. Also, Versiv, keine AI. Moment. Achso, und das ist auch ein bisschen doof. Man fliegt nach jedem Spiel ist man nicht automatisch weiter im Spiel, sondern muss wieder neu. Ach so, echt? Das ist ja, okay. Ja, ich muss jetzt hier. Ich bin auch gerade nämlich irritiert gewesen. Zwei Spieler. So, ich würde eigentlich denselben Level nochmal machen. Der war cool. Ja. Der ist eigentlich ganz gut. Der ist überschaubar. Da kann man ein bisschen üben. Ich bin jetzt online gegangen hier und du musst dich nur wieder reinklinken. Dann geht's weiter. Also ich suche gleich deine. Ja, du darfst halt nicht so viel quatschen, musst halt ein bisschen noch konzentriert bei der Sache bleiben. Du, ich hab ein Abwehrgeschütz da gehabt und das sogar schnell aufgelevelt. Normalerweise holt er ein Flugzeug dann schnell runter, das hat er nicht gemacht, das habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung. Nee. An error occurred, please try again. Na super. Warte, ich gehe nochmal auf Multiplayer. Multiplayer. Komm schon. Sonst muss ich das Game neu starten. Was auch immer was ist. Mann, jetzt komm schon. Oder mach du ein Create-Match, dann gehe ich auf. Naja, ich kann ja gar nicht im Multiplayer rein. Warte, ich schließe mal die App. Weil. Achso, du kriegst einen generellen Error, oder was? Wenn ich reingehe, dann kommt einfach nur Error. Player. Bevor ich Multiplayer drücke, jetzt gehe ich nochmal, starte nochmal die App. Stellar VR, aber die haben auch nichts mehr gemacht, oder?
Weiß ich nicht, vielleicht machen sie noch was. Das dauert ja auch immer ein Weilchen, ne? Das Ding haben sie Mitte 2017 rausgebracht. Ich glaube, er hatte Jetzt damals warst du gesagt, er genau hat. weg. Okay. Naja, für die Zuhörer bin ich noch da. Das Ding hat er Mitte 2017 rausgebracht und gemeint, er hätte da 1,5 Jahre dann gearbeitet. Also, das heißt, das nächste Okay. Spiel. Und er wurde ja tatsächlich so ein bisschen von Sony vorfinanziert, ne? Mann, ich habe nichts gehört. Gerade eben noch mal weg gewesen. Alter, Aber dann alles sei nicht gut, ständig jetzt weg. explodiert. Ich wiederhole es für Oh, dich. warte. Warte kurz eine Sekunde. Okay. Mein Handy hat geklingelt. Okay. Vielleicht sollte ich einfach Solo Wiederhol es weiterspielen. für mich, bitte. Danke. Mache ich, wenn du in der Zeit hier die Multiplayer-Geschichte annimmst. Mache ich. Also, er hat für dieses Spiel hier 1,5 Jahre gebraucht. Und das war er mit einem Typen, der Grafik gemacht hat, und er hatte auch noch für eine gewisse Zeit einen Programmierer dabei, noch einen zusätzlichen. So, 1,5 Jahre. Das war Mitte 2017 ungefähr. Und das bedeutet, wenn er ein Spiel auf dem ähnlichen Level macht, und das ist ja ein recht überschaubares Spiel, dann würde er wieder 1,5 Jahre brauchen, theoretisch. Und das bedeutet, das nächste von ihm könnte frühestens Anfang 2019 Anfang. rauskommen. So, boom. Und die Leute, das ist ja merkwürdig. Hier steht Waiting for Player immer noch, obwohl ich dich sehe. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Versus? No AI? Medium? Hard? No? Kack die Wand an. Ich kann das Spiel nicht starten. Ich gehe mal zurück. Genau. Und ich finde es interessant, weil so wie man die Leute kennt, der will ja im besten Fall beim nächsten Spiel was bisschen Größeres machen, ne? Also würde ich zumindest denken, wenn man jetzt so ein kleines, nettes Spiel gemacht hat, dann beim nächsten Mal was Netteres. Und also noch Größeres. Vielleicht wieder Strategie oder so, aber dann ein bisschen komplexer, was ja auch nachvollziehbar wäre. Ich Oder weiß. halt gar nicht mehr, weil es sich nicht rentiert hat. Das ist halt die andere Sache. Jetzt bin ich rausgeflogen, komisch. Naja, er hat es ja vorfinanziert bekommen. Also insofern. Ach so. Okay, das wusste ich nicht. Hatte ich erzählt. Okay, ich glaube, da war ich kurz weg. Ja, die ganze Zeit. Hier, Affenfresser, komm, schön am Start bleiben. Ja, Nicht parallel immer hat gerade aufs meine Freundin Telefon gucken, ne? angerufen und ja, die hat angerufen und wenn ich sie weggedrückt habe, hat sie nochmal angerufen. Jetzt habe ich kurz geschrieben. Ich habe jetzt Ich den finde kein Host Match. gestartet. Jetzt müsstest du Ah, gleich eins okay. finden. Schau mal nach. Ja, okay, sehr schön. So, bei mir steht hier wieder Waiting for Player. Jetzt bist du da. Aber es steht Alles immer noch gut. Waiting for Player. So. Ach so, jetzt. Jetzt kann Ich ich muss noch starten. Click Ready. Jetzt, achso. Ja, ich muss Ah, hier du hast nochmal vorhin auch erstmal nicht Ready. ready geklickt. Ja. Ach, das Ich ist war doch ein drin. Schlammmützel. Naja, du warst drin, aber Entschuldigung. ich konnte das Spiel nicht aktivieren. Oh. Oh. Hä? Habe ich jetzt einen anderen Level genommen? Schräg. Ja. Offensichtlich. So. Dann wissen wir jetzt, was abläuft. Ich baue mir hier kleine Arbeitsdrohnen. Und dann geht's los. Ah, witzig, jetzt habe ich gar nicht auf den Level geachtet, den ich gestartet habe. Aber links Eieieiei. stand zumindest vorhin, glaube ich, das Level, was wir gebraucht haben. Sag mal, aber siehst du auch hier den fantastischen Planeten neben uns? Ja, sieht cool aus. Nee, bei mir ist alles schwarz. Hä? Ich finde ihn lustig. Also schön ist was Was ich anderes, aber. interessant finde, ist vielleicht ein kleiner Tipp an alle Leute, die Spiele im Weltraum machen. Das hat er hier nämlich ganz gut gelöst mit der Sky Map. Also es ist Weltraum, aber sie haben so ein bisschen na, diese typischen Nebel, die man auch Raumschiff Enterprise-Filmen sieht und so, dass das Ding nicht schwarz ist. Ne? Das sieht ein bisschen nach was aus. Das ist eine Der sehr gute Lösung. Andromeda-Nebel. Was? Der Andromeda-Nebel. Genau, der Andromeda. Andromeda-Nebel. Und auf jeden Fall, Genau. genau, das ist nämlich eine gute Möglichkeit, wenn man im Weltraum sein möchte. Obwohl mir auch gerade einfällt, warum the fuck sind wir im Weltraum? Es gibt gar keinen Grund dafür. Dieses Weil Ding es halt hier hätte man Space auch ist. überall platzieren können. Das könnte an einem Strand stehen oder so. Ist total egal. Na gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass der Affenpresser uns hier nicht wieder reinlegt. Die blöde Sau. Der erbaut sich nämlich jetzt schon wieder hier krass. Vor allen Dingen, weißt du, du baust Ressourcen, um dir die zweite Quelle zu sichern. Und dann hast du mich aber sofort niedergemacht, was sozusagen die Ja zweite klar, wenn du da Quelle gar nicht hinten. nötig machte. Das war alles Ja, irritierend. tatsächlich. Ja, aber das war ja nur deshalb nicht nötig, weil du hier deine Basis nicht geschützt hast.
Das ist das Verrückte. Ich habe sie geschützt, ja. Ich würde tatsächlich jetzt mal gerne ausprobieren, was passiert, wenn ich diese Dinger da mache. Wie heißen die? Was lachst du denn so blöde? Oh mein Gott, das macht überhaupt gar keinen Spaß, mit dir zu spielen, ey. So ein blöd, dummes, hinterhältiges Lachen ist echt nervig. Ist super schön. Okay, na gut. Wenn du es super schön Entschuldigung. findest, dann ist das wohl so. Direkt auf Angriff ist doch super. Macht doch Spaß. Ja, mach mal, mach mal. Ja, aber der soll mal in die Richtung schießen. Ja, genau. Ein bisschen Ablenkung ist doch immer gut. Was? Wieso kannst du da schon hinbauen? Ja, verrückt, ne? Scheiße. Hey, die Steuerung ist manchmal so zappelig. Das gibt's ja überhaupt nicht. Da macht er mal Ja, eine Alter, schöne Seitentrinke. wenn du halt da hinten immer rumnervst, dann nerv ich auch rum. So, jetzt muss er sich nämlich selber da vorne mit seinem Scheiß beschäftigen. Und weil ich mag das echt, wenn man hier so langsam was aufbaut und dann eine langfristige Strategie funktioniert, so nach dem Motto. Und Avofresser hat mir vorhin so voll die Tour versaut mit seinem Scheiß. Jetzt mach diese paar Dinger platt, schneller. Sie schießen überhaupt nicht. Na doch. Hey, aufhören, hier weiterhin was hinzubauen. Ja. So, also, der Mensch ist ein bisschen beschäftigt, das ist schon mal ganz gut. Und das hat er sich jetzt aber auch selber zuzuschreiben, ne? Dadurch, dass er mich hier sofort angreift, gehe ich jetzt in die Offensive, was ich vorhin einfach nicht gemacht habe. Und, ja. Jetzt habe ich vergessen. Wie man. Das gibt's doch nicht. Ich habe in dem Spiel vergessen, wie man es spielt. So. Ich mache. Wie mache ich denn Mitarbeiter? Bin ich behindert? Sorry, das war politisch inkorrekt. Ich weiß gerade nicht, wie ich neue Mitarbeiter erzeuge. Ach ja. Oh Gott, mit der Trigger-Taste natürlich. Was? Warum sind denn deine so viel stärker als meine? Mann, weil ich die schon hochgepowert habe, Pansen. Ach ja, stimmt, Und ich wie vergesse gesagt, die das Abwertung. ist. Du hast mich jetzt dazu gezwungen. Ich wollte keinen direkten Sofortkrieg. Ich mag das wirklich gerne, hier ein bisschen was aufzubauen und dann mal zu gucken, was abgeht. Ich kenn's. Und jetzt zum Beispiel. Also, meine Abwehrgeschütze schießen auf deine Flugzeuge. Ah ja, also sie schießen sie ab. Diesmal funktioniert das. Okay, ist ja merkwürdig. Weil sie geupgradet hat. Ja, aber letztes Mal hat das einfach nicht funktioniert. Das war wirklich erbärmlich irgendwie. So. Jetzt muss ich eigentlich nur mal dafür sorgen, dass an diesem Morgen. Aber guck mal, das ist doch voll nervig, ne? Dass man dann Nein, so. es macht voll Spaß. Ich mag das. Nein, Direkter ich meine. Krieg, weißt du? Fight, fight, fight. Ja, aber Okay, das du ist hast so recht, aber hier eine gibt es so wenig. stumpfe Schau mal, Materialschlacht, weißt du, weißt da kommt du, man das nirgends wohin Problem mit. ist, was ich im letzten Mal mit dem Champuga habe ich das zum ersten Mal gespielt, ja? Und das Problem ist hier, du kannst nicht einfach eine Armee horten und der andere sieht nicht, was du machst, sondern du siehst halt immer, was der andere macht. Das fand ich bei Warcraft 3 so geil. Da habe ich mir immer so eine Elfenarmee gemacht und bin dann halt über alle drüber gerannt, wenn ich sie fertig hatte. Aber hier geht das halt nicht. Schieß die Dinger ab. Schau mal, du kannst nicht mal koordinieren. Die schießen lieber einen Pfosten ab, als statt so Artillerie. Doch, man kann das irgendwie auch. Man kann irgendwie auf irgendwas zeigen und sagen, jetzt schieß mal hier drauf. Aber ich habe vergessen, wie das geht. Muss ich leider sagen. Oh, ich check's nicht. Ich check's nicht. Es geht irgendwie.
So, jetzt muss ich nochmal aufpassen, dass mir die Energiequelle hier nicht zu Neige geht. Ansonsten sind wir ganz gut beschäftigt erstmal und können jetzt ein bisschen unsere Befestigung ausbauen und den anderen Lumpenhunden das Leben schwer machen. Ich weiß gar nicht, wie das hier läuft. Dadurch... Mal gucken. Wieso kann ich die Treppe nicht hochbauen? Ist da irgendwas? So, ich binde am Presser Kräfte weiter. Denn er versucht, Moment, tatsächlich sich an mir vorbei zu mogeln. Gleich hat's verschissen. Ja, ich? Oh Gott, ja, habe ich wirklich gleich. Was ist denn hier los? Das verstehe ich nicht. Warum ist meine Flugabwehr so schwach? Das ist wirklich merkwürdig. Nee, aber warum kommt da oben so eine fette Rakete auf dich? Ja! Oh nein! Geil! Wie hast du denn das gemacht? Ja, weiß nicht. Ich habe eine Atomrakete gebaut. Aber wo hast du die Ressourcen her? Ich bin erstaunt. Du musstest doch hier die ganze Zeit rumeiern. Ich habe 2000 Energie, ich kann mir alles leisten. Wie kommt denn das? Weiß ich nicht. Ja, irgendwas mache ich heute falsch. Irgendwas mache ich falsch. Ich habe hier direkt neben die Energiequelle einen Kollektor gebaut und all meine Leute sind jetzt hier rüber gelaufen. Ach und so. Wenn du hier hinschaust, die gehen voll ab. Ich dachte, Kollektoren kann man erst immer später. Siehst du meine Hand? Auf jeden Fall, ja, fantastisch. 3000. Und dann haben die da gar nicht collected, oder was? Jetzt ist die schon leer, jetzt gehen sie rüber zu deiner. Wieso denn? Ist jetzt nicht Schluss? Doch, ich kann nur noch Exit drücken. Ach so. Und da unten kommt mein Megabot. Schau mal, dann links unten siehst du den kleinen Megabot. Ich weiß, eigentlich habe ich auch einen losgeschickt. Ich frage mich gerade, wo der geblieben ist. Nee, ach so, der wird dann vernichtet, ne? Ach so, ja, deine sind alle weg. Ja, super, super Trick. Ich habe das nicht mehr gewusst, dass ich den Collector aufstellen kann. Ist natürlich geil. Okay, aber dann hast du nie aus der Quelle geholt, sondern nur hier, oder was? Doch, die war leer dann. Du kannst es nicht aussuchen. Zumindest weiß ich nicht wie. Okay. Das wäre natürlich cool. Super schräg, weil ich hatte eigentlich auch ordentlich in Arbeit da investiert, aber die haben mir nicht genug gebracht. Und ich dachte, ich binde deine Kräfte so ein bisschen da, sodass du nicht so viel Geld ausgeben kannst, aber... Siehst du, wie viel ich da habe? Arbeiter, Minimum so 20, 30? Nicht schlecht. Ja, super, also Affenpresser hier. Ich habe es erst einmal gespielt, aber macht mich die ganze Zeit platt. Die Sau, das Schwein. Ja gut, die Atomrakete hatte ich noch nie genutzt. Ich wusste nicht, dass sie dich zur Zahl zerstört. Ja, auf jeden Fall. Die macht Finish. Das ist auch okay, dann Exit. Ein sehr geiler, wie heißt das? Finishing Move. Also Move. Wenn man das schafft, so viel Energie anzuhorten, dass man die Atomrakete hat irgendwann, dann ist das natürlich der Obergau für den Gegner. Deswegen, das ist halt, das ist die Strategie dabei, ne? Man muss halt gucken, wo steckt man die Ressourcen hin, Verteidigung, Angriff, und man kann ganz coole Sachen machen. Und das macht halt wirklich jedes Mal Spaß, weil jedes Spiel auch anders ist. Und ich glaube, das ist gerade im Sale, kann das sein? Habe ich das gesagt? Korrekt, oder war das kann sein. Letztes Mal im Sale? Also ich kann es euch sehr ans Herz legen. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hier freischalte. Man kann im Singleplayer-Modus erstmal in Ruhe üben und sich dann in Multiplayer-Gefechte stecken. Ich habe einen Host laufen, ne? Muss nur reinkommen. Ja, ich muss nochmal Anwendung schließen, wollte ich nur gerade sagen, bevor ich sie schließe. Warte, ich bin kurz weg. Echt? Und genau, der Witz ist halt, natürlich ist das kein Spiel, wo jetzt noch viele Leute online sind, aber dafür haben wir unseren Discord. Ne? Also kommt in Discord, verabredet euch mit jemandem zu Coryx, das geht sogar mit bis zu 4 Leuten. Und ich habe das damals immer gegen, nicht Discord-Member gespielt, beziehungsweise einen Deutschen hatte ich auch noch getroffen, der wirklich ein Coryx-Freak war. Mit dem habe ich so ein bisschen Tutorial gemacht. Ihr könnt mal gucken, ich habe hier auf dem Kanal auch eine Coryx-Playlist, glaube ich.
Da ist sehr viel zu dem Thema da, weil das wirklich ein unterhaltsamer Titel ist. Und wenn man jemanden hat, mit dem man spielen kann, dann potenziert sich da der Spaß. Ja, super. Es sei denn, man Ich spielt gegen mag's. Affenpresser, der halt offensichtlich betrügt. Nee, aber diesmal habe ich wenigstens Was? festgestellt, dass die Luftabwehr an sich funktioniert hat. Die ist nur, habe ich das Gefühl, ganz schön underpowered. Beziehungsweise mir war nicht mehr bewusst, dass die Flugzeuge so viel Damage machen und so schlecht abschießbar sind. Das hatte ich anders in Erinnerung. Nimmst du wieder das Face-Off oder eine andere Map? Was willst du? Soll ich Face aufnehmen oder? Mir egal, was du willst. Weiß ich auch nicht. Ich kann. Vierer-Map. Lass uns die Face-Off ruhig nochmal nehmen. Oder wir nehmen Die Double da, die Trouble. Double. Ja, nimm die da. Oder. Nee, die ist zu kompliziert. Oder wie wäre Ja. es hier mit Triple Threat? Die ist cool. Ist die komisch, oder? Das ist doch cool, da hat man Ach, zwei weißt du Wege. was? Mir fällt auch gerade ein, wenn man nämlich mit der Was? AI spielt, dann ist die AI nicht ein. Doch, die agiert dann wie ein Gegenspieler. Also wir könnten beide auch zusammen gegen AI spielen. Ja, Machen wir auch mal. Aber jetzt Koop. nochmal einmal Words of, okay? Okay. Also du Ach musst so, ich wieder schon. bestätigen. Ja, habe ich, Okay. habe ich, habe Bam, ich. bam. Alles clear, sind Mandela. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhrzeit geachtet. Shitty. Muss mal kurz gucken. Ah, das sieht aber cool aus, ne? 13 Uhr. Und ich weiß auch gar nicht, wann wir angefangen haben. Gut gemacht, Mo. Dann bricht er einfach ab. Scheiße, Das ja. sieht cool Oh aus. Gott, das Video geht ja nur eine Stunde, ne? Oh nein, ich habe ja gar Aber nicht. Ich habe. ich kann dir circa sagen, wann wir uns verabredet haben. Warte mal. Nichts machen jetzt. Wäre unfair. Wäre total unfair. Wir haben circa 12:23 Uhr, sagen wir so, Halbe Stunde seit spielen wir 40 jetzt ungefähr, Minuten, ne? halbe Stunde, genau, halbe Stunde. Okay, pass mal auf, ich mach mal so. Setz den Timer auf 20 Minuten. So, dann sagt er Bescheid. Weil das ist immer ein bisschen doof. Hier kann man ja nur eine Stunde recorden auf der PlayStation und dann bricht er automatisch ab. Und das ist doof, wenn man gerade irgendwie in irgendwas drin ist und sich nicht vernünftig Ja. verabschieden kann. Finde ich immer ein bisschen gemein. So, der affige Presser baut schon wieder irgendwas hier. Aha, was treibst du so? Eine Mauer. Ich dachte, die wollten keine Mauer aufbauen in den 60er Jahren. Alter, come on. Ey, was sind das für Sprüche? Ich dachte, wir wollten keine Mauer aufbauen in den 60er Jahren. Ja, da haben sie sie aufgebaut. Trotzdem. So wie du. Nee, alles gut. Ich schicke jetzt schon mal ein paar Flieger. Dann bist du eigentlich schon kaputt. Ich werde hier die ganze Strecke mit Anti-Flugabwehr pflastern, du Panden. So. Wieso kann ich hier nicht weiterbauen? Ja, ist schon. Wieso kann ich ihn nicht weiterbauen? Ich glaube, weil ich dir da den Weg versperre, ne? Kann das sein? Tatsächlich Territorium für sich hier annektieren ist auch, glaube ich, ein, naja, ein Bestandteil des Games sozusagen. Schießt gegen meine Gebäude. Wie unschön. Ich hatte auch tatsächlich, wie gesagt, ich hatte damals ja so ein bisschen Training gemacht und hatten sie mir so ein bisschen was erzählt über das Spiel und ich habe aber die ganzen cleveren Strategien, muss ich gestehen, wirklich so ein bisschen vergessen. Das war irgendwie ein gutes Zeug, aber die war es nicht mehr. So, wir machen hier gerade Ressourcen,
Verbrennung hier. Ja, warum machst du das so exklusiv? Ja. So, merkwürdig. So, mal gucken. Also, offensichtlich ist der Affenpresser ja wahnsinnig viel intelligenter als ich. Mal gucken, wie ich das ausgleichen kann. Keine Ahnung. Weil irgendwann hatte mir mal irgendjemand gesagt, so ab so und so viel Kosten für Arbeiter lohnt sich das nicht mehr, weiter Arbeiter zu kaufen, ba, ba, ba. Das war sehr interessant. Aber ich muss dann meine eigenen Videos selber mal gucken. Das Gemeine ist nämlich, ich kann ihn hier eine Zeit lang beschäftigen. Aber ich kenne den Affenpresser mittlerweile, ne? Der baut schon wieder eine Atombombe im Keller oder so ein Zeug. Der lässt sich durch so einen Quatsch gar nicht beeinflussen. Nein. Nein. Bestimmt nicht. Viele Spieler, die Multiplayer gerne spielen, die sperren tatsächlich auch diese Nuke, weil das schon ein bisschen fies ist. Ne? Weil die macht dann zack, Schluss und man hat gar keine Chance. Du kannst dir eine Abwehr bauen. Gegen den Nuke? Ja. Ich weiß nicht. Doch, doch. Ich weiß nicht. Doch, doch. Da steht doch Anti-Nuke. Was? Wo steht das? Bist du verrückt? Ja. Achso, ja. Drückst ja, okay, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber pff, okay, das ist dann auch irgendwie drei, lame. Drei. Ja. Okay, ja, das, also, deswegen, wir können ja einfach sagen, wir verzichten drauf. Ja, ich wusste gar nicht, dass sie einen komplett zerstört. Das ist ja auch langweilig. Ja, natürlich. Du bist vollkommen erledigt. Manchmal finde ich es aber. So, ein bisschen. Bamba. Und ja. So, und jetzt. Bamba. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe nicht gemerkt, dass der Affenpresser mir hier eine Army geschickt hat. Sehr schön. Mal wieder. Tensen. Ja, komm. Kleine Armee muss doch sein. Einen kleinen Panzerverband rübergeschickt und ich habe es nicht mitgeschnitten. Sehr schön. Ah, jetzt. Dafür lässt du mich hier gerade meine eigene Medizin schmecken. Ja, was ich aber nicht weiß, ist, sag mal, wie bist du überhaupt rübergekommen? Warte, ich bin hier tot! Was? Das ist doch witzlos! Meine Flugzeuge! Was? Vier Flugzeuge können ein Ding so schnell zerstören! Ich habe direkt Abwehrtürme gebaut und die haben nichts gebracht. Ja, du hast nämlich ach, komm, das macht die falschen Flugabwehrtürme gemacht. Nein, die haben auf dich geschossen. Ja, aber die machen nicht so viel Damage. Du musst diese anderen Dinger machen, weißt du? Die hier sind eigentlich gut sein. Gegen Leute. Die Granatwerfer sind gut gegen Gebäude etc. Gebäude? Und diese anderen Dinger, die sind am besten gegen Flugzeuge. Welche anderen? Na, diese anderen Türme, die ich da drüben habe. Guck mal, hier, der. Guck dir das an. Ach der, okay. Und deine Panzer waren mittlerweile aber auch durchgekommen. Die hätten mich früher oder später hier auch erledigt. Witzig. Witzig. Deine Basis ist auch nicht mehr da. Ja, ja. You lost. Ist das unfair. Ja, scheiße, das geht viel zu schnell. Ja, erstaunlich. Aber wie gesagt, der Witz ist halt, wir sind ja gerade noch so beide so ein bisschen noobig. Ne? Ich habe alles vergessen, Affenpresser improvisiert auch. Und das entfaltet halt hier seinen Charme, wenn man so richtig sich da reinbeißt. Dann geht das irgendwann richtig ab. So, wollen wir jetzt nochmal eine Runde machen gegen den Computer gemeinsam? Ja, nee. Ich dachte nochmal, das war lustiger. Nee, ich habe jetzt genug. Aber okay, wie du magst. Wenn du magst. Koop. Die AI stellen wir aber auf dumm, ne? Auf easy. Ja, ist vielleicht besser. Ja, ich glaube schon.
Und dann Aber würde ich. zwei oder einer dann nur? Was? Gibt es dann zwei AIs Wir oder machen eine? jetzt Triple Threat, das heißt zwei Player, du und ich, gegen AI, würde ich mal vermuten. Okay. Also, ich habe gehostet. Bei mir spinnt es wieder. Ich muss wieder die Anwendung Dann musst du schließen. sagen, Gesundheit. Warum Gesundheit? Weil ich gehostet habe. Es klingt so Aha. ähnlich wie im Deutschen das Wort husten. Verstehst du? Das ist Echt? lustig. Ja. Ich höre dich gerade nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Genau. So, jetzt bin Dieser ich wieder da, aber Mensch. gleich wieder weg. Ich höre das alles nachher nach, wenn ich es nur online sehe. So, ihr habt es gesehen, ne? Ganz, ganz interessant. So, diesmal habe ich mit vier Flugzeugen überraschend, zu meiner eigenen Überraschung, den Sieg davon getragen. Affenpresse hatte wirklich eine riesen Panzerkolonne auf mich zufahren, weil der sich wahrscheinlich zu Recht gedacht hat, dass ich in diesem Fall als allererstes eine Flugabwehr aufbaue. Er wiederum aber keine aufgebaut hat, was witzig war. Und das ist halt das Ja, Ding. ich Ne? wusste nicht, dass das eine Flug. Ich habe gesehen, ah, die schießen drauf, da hat es für mich Ja. gereicht, weißt Genau, und das habe ich das letzte Mal auch gedacht und war sehr verwirrt, dass die Flugzeuge dann so schnell da die Basis zerhacken. Aber dadurch ist es ein relativ cooles, wie sagst du, balanced, das Game. Und dadurch finde ich es eigentlich wieder ganz cool. Also mir macht es, je mehr spielen, umso mehr Spaß. So, du musst nochmal Also man kommt halt bestätigen, rein. dann können wir Genau, ist loslegen. alles richtig, okay, super. Ja, Triple Und du Threat. hast. Versus AI habe ich auf Easy und wir gucken mal, wie das abläuft jetzt. Okay, Boom. let's go. So, ist ja auch ganz geil, ne? Dass man gar nicht gegeneinander spielen muss, sondern auch miteinander spielen kann. Sehr schön. So. Und jetzt ist nämlich das Lustige, jetzt müssen wir eine ganz andere Strategie fahren, ne? Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Ach, guck mal, hier sind drei AI-Bases, die müssen wir bekämpfen. Ach so. Naja. Echt? Okay. Was denn? Nein, nichts. Weil früher oder später fangen die halt an, uns anzugreifen und dann wird es echt unangenehm. Ah, da unten kommen schon welche. Scheiße. Ah, nee, Sammler. Nein, das sind echt Angreifer, warte. Ja, Die kann das man am sind besten. Schützen, die musst du am besten. Am besten Laser, oder? Für Menschen. Ja, genau. Laser für menschliche Angreifer. Ich werde hier auch gleich mal ein paar positionieren. Boom. Boom. Wieso kommen die denn alle zu dir hin? Oder Weil sie ist wissen, gerade. dass ich der stärkere Gegner bin. Wenn sie Ja, mich das. ausgeschalten haben, dann ist der Sieg so gut wie sicher. Meinst du? Nein. So, pass mal auf, was ich jetzt nämlich mache. Ich greife Oh, jetzt jetzt mal. hauen sie nämlich wieder ab. Aber wie kannst du uns sie zurückziehen? Das ist ja scheiße. Was? Ich weiß nicht, wie es geht, dass du speziell die Leute auf jemanden schickst oder wieder zurückziehst. Ah, jetzt geht er zu dir, weil er sieht, ah, du bist das einfache Opfer. Erzähl dir mal selber Geschichten. Ey, wir arbeiten hier zusammen, ja? Wir sollten so ein bisschen. Ja, okay, du hast recht. Du verstehst. Oh, jetzt hä, was hat er jetzt gemacht? Er hat einfach nur mehr geholt. Naja. Okay. Hat sie kurz zurückgeschickt und holt jetzt mehr. Oder was macht er denn? Das ist so strange. Ach, scheiße, scheiße, ja, die kommen jetzt zu mir, die Mistkerle. Wo bin ich denn überhaupt? Ne, Da bei bin mir ich. sind auch welche. Ah. Naja, aber Geil, bei mir kommen sie die jetzt ja sind. auch angejuckelt. Und ich habe wie immer gerade keine besonders gute Abwehr in der direkten Nähe aufgebaut. Super. Das werde ich ändern. So, das Einzige, was die KI, glaube ich, nicht macht, ist nämlich. Ich frage mich gerade, ob ich die quasi einmauern kann, diese blöde KI. Du bist lustig. Ja, was denn? Ganz, ganz Ich greife schon mal legitim. an. Mach das mal. Ach so, und dann kannst du einfach welche draufsetzen. Das ist ja super. Was Worker kostet. Es ist nämlich tatsächlich auch eine valide Strategie, sich dicke Mauern zu machen. Ja? Das funktioniert ein Stück weit auch. Naja, klar. Man muss sich nur dann auch so einen Platz freihalten für den Moment, wenn es unangenehm wird, dass man auch seine eigene Energiequelle nicht zubaut, Einkreist. die neue, also zu der man auch irgendwann hin muss und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich ganz, ganz fuchsig.
Ja, deshalb finde ich es eigentlich ganz cool momentan, weil es ist relativ easy, reinzukommen, aber es ist trotzdem nicht so unanspruchsvoll wie halt, keine Ahnung, irgendwelche schlechten Strategiespiele. Ja, guter Vergleich. Wie zum Beispiel schlechte Strategiespiele. Ja, ist doch super. Wie gesagt, was ich leider nicht weiß, Hey! man kann eigentlich auch so Waffen sagen, pass mal auf, greif mal explizit das da an. Und das habe ich vergessen, wie das geht. Ganz, ganz knallhart. Ja, das würde ich gern wissen, weil das wäre nämlich super interessant noch. Oh Mann, Hä, aber ich. der hat ja nur diese Basen. Ist aber ganz lustig, dass er nicht wirklich eine Basis baut, sondern einfach nur Armeen, die einen von Anfang an angreifen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so alles so ist, wie es ist. Ich mach mal die mittlere schon mal platt. Ich bin hier, okay, ich bin. Oh, jetzt kommen tatsächlich die ersten Flugzeuge rüber zu mir. Fuck, 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 fuck. Besonders gut läuft das hier bei mir schon mal nicht. Ich verkacke hier ganz schön viel Zeug. Zum Beispiel verkacke ich. Das Ding ist nämlich auch, die Flugzeuge schießen natürlich auch ganz gerne auf die Arbeiter und dann kriegt man keine Ressourcen hinterher. Das ist gerade bei mir der Fall. Und jetzt sind Okay. richtig viele da und Oh, ich habe jetzt keine geht's. Abwehr, ich kann mir nichts Neues kaufen. Und das ist nämlich jetzt auch das interessante Ding. So, ich bin quasi erledigt, sehe ich gerade. Ja, aber weißt du warum? Du hast 100.000 Mauern gebaut. Ich sehe hier gerade mal 1.000 oder nicht 1.000, aber sagen wir 500 Energie in Mauern. Offensichtlich habe ich eine andere Strategie, aber tatsächlich laufen die auch, habe ich gerade, die greifen ja auch alle mich an und nicht dich. Und Oh nee, seht ihr nee, bei das, ne? mir kommen sie Ich auch. kriege keinen Nachschub, weil die meine Arbeiter abschießen. Ich bin erledigt. So. Ja, ich werde nicht so gern gerettet, aber ich komme gar nicht zu dir rüber, um was zu bauen, weil ich habe diese Mauern gar nicht so weit. Naja, du hättest mit deinen Mauern hierher kommen müssen. Ja, ich weiß, aber nicht Beziehungsweise so schnell, probier dass doch ich mal dich noch gerettet spaßeshalber, hätte. ob du einen blauen Turm auf meine grüne Mauer setzen kannst. Nur mal, damit wir es wissen fürs nächste Mal. Nee, warte mal. Also du meinst, dass ich bei dir weiterbauen kann? Dass du bei mir Warte, auf ich der komme mal Mauer ein rüber. Geschütz baust oder so. Nur ob es geht zum Testen. Ja, Du bist jetzt ist ja wahrscheinlich eh schon wurscht. gerade selber im Arsch. Aber es ist geil, dass wir gegen Easy verlieren. Aber eine Mauer auf eine Mauer bauen geht doch eh nicht, oder Nein, was meinst du also genau? warte mal nochmal. Beantworte In kurz die deinem Frage. Bereich, nee, kann ich nichts bauen. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich bei mir. Im Nachhinein kann ich jetzt auch keine Sachen destroyen. Ich habe im Prinzip hier eine Spur gelassen. Nee, aber tatsächlich, du kommst gar nicht zu mir, weil das so ist. Okay, jetzt mache ich ihn schnell platt. Ich glaube, du bist im Entwickeln. Arsch. Alter, da kommen so viele. Nein! Alter, Alter, Alter. So Schau mal, hier krass. wird so gemetzelt. Ja, Nein, nein, okay. eher Aber wird du es musst hier in dich der schützen, weil Mitte. die ersten Angriffe sind diese normalen Mannequin. Und die nächsten Wellen wären härter. Da kommst du mit den Lasern überhaupt nicht weiter. Du musst diese Geschütze aufbauen. Weißt du? Ja, Diese ich habe keine bla. Kohle jetzt gerade mehr. Ja, dann bist du erledigt. Ja, Komm ich habe zur noch mal, fette ich habe ja noch Kolonne. Worker. Die hast du bald nicht mehr. Und vor allen Dingen, mach doch. Die Mauern kosten nur 10 Euro. Du kannst damit aber Zeit gewinnen, indem du den Weg verschließt, weil die Habe Laser ich gerade. können diese Dinger. Ja, okay, du hast starke Laser, das ist sehr gut. Oh. Du hast auch eine gute Flugabwehr, auch sehr gut. Dein letztes Flugzeug hakelt immer noch. Das ist kaputt jetzt. Schade. Mit ein bisschen Glück hättest du fast einen der AI-Kerne erledigt. Achso, die Mauersockel zu verstärken ist auch sehr wichtig. Ja, habe ich auch. Ah, Habe ich Scheiße, auch ey, ich glaube, schon. du bist gleich hinüber. Ah. Ja, und das gegen Easy, Alter. Gegen Ah, Easy. ja, gegen Easy, voll versagt. Und wir Sehr haben schön. nicht ein Ding kaputt gemacht. Okay, das müssen wir noch mitmachen. Wir hätten fast ein Ding kaputt gemacht. Aber wir sind. Ja. Okay, das Schöne ist ja, ne, ich bin offensichtlich doof. Aber mein Börser kommt noch, ist ganz kurz vor mir. Ja. Wobei, guck mal, hier, Mo Style, das bin ich, steht nämlich auf dem Worldwide Ranking auf Platz 258. Ich war offensichtlich mal besser. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall. Von wie vielen Leuten? Von 279 oder wie viel waren es? Weiß ich nicht, Wir wird hier nicht müssen angezeigt. unbedingt schneller ihn angreifen, weil wenn wir eine von diesen roten Dingern dann schon kaputt kriegen,
Dann ist das Gold wert. Ich muss kurz wieder raus. Also das nervt natürlich sehr, dass ich jedes Mal spiele noch. Also das ist jetzt dein Spiel, muss jedes Mal neu gestartet werden, oder was? Ja, genau. Ich habe dich nicht gehört. Warte. Bist du dir Ich schon sicher? Das wieder. klingt für mich echt nicht richtig. Ich probiere es nach jedem Match. Hallo? Ich probiere nach Hallo. jedem Match wieder Multiplayer reinzugehen. Und wer sind Sie? Hallo? 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 Mit wem redest du denn gerade? Und es kommt immer Fehler. Und da ich das jetzt nach jedem Spiel gemacht habe, glaube ich, ist es immer so. So, Multiplayer. Danach geht es ja wieder. Wenn ich es neu gestartet habe, geht es sofort. Ganz strange. Also, Find Match. Hast du schon geöffnet? Nee, Ich habe ich finde noch die nicht. Karte auch ganz cool. Ich habe noch nicht geöffnet, weil ich mir gerade gar nicht sicher war, ob wir jetzt in dieser Session auch weiterspielen, weil ich glaube, in 10 Minuten oder so bricht dann halt das Video automatisch ab. Ich würde jetzt fast sagen, wir machen erstmal hier dicht. Wir können gerne noch weiterspielen, aber dann würde ich ein zweites Recording starten oder so. Da fühle ich Okay. mich besser mit. Also, Kinder, das war ein kurzer Revisit in Coryx. Diesmal probieren wir halt ein bisschen Koop und Versus-Modis aus, habt ihr gesehen, und stellen uns wirklich an wie die ersten Elefanten. Aber das Ding ist geil. Vor allen Dingen, man hat echt sofort Lust und denkt immer, ah scheiße, in der nächsten Runde mache ich das besser. Und genau, einmal habe ich den Affenpresser jetzt auch kalt erwischt mit den Flugzeugen, wo er wahrscheinlich gedacht hat, er greift jetzt mal mit wesentlich langsamem, aber auch sehr gefährlichen Panzern an und so. Sehr interessant. Ich finde das lustig. Ich wusste vorhin nicht, dass es gegen den Nuke tatsächlich auch eine Abwehr gibt. Die habe ich diesmal das erste Mal entdeckt. Ich gucke nochmal kurz, weil tatsächlich gab es auch mal eine Aktion, wo der Campaign. Hast du Nein, eigentlich den nein, nein, Recording nein. schon beendet jetzt, oder? Nee, noch nicht. Ich bin noch dabei. Ich wollte noch was erzählen. Okay. Wo der eine Ausschreibung hatte für Community Levels, ne? Und das sind die hier. Es gibt drei. Nee, Entschuldigung, 4 Levels, die Leute erfunden haben und ihm gegeben haben, und dann hat er sie in das Spiel eingebaut, was ich auch sehr, sehr geil finde. Ich glaube, er hatte da sogar einen Editor oder sowas für. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber seit langen, langen habe ich hier jetzt nichts Neues mehr von Coryx gehört. Also ich denke mal, da hat er sich das dann auch selbst überlassen. So. Was fast ein bisschen schade ist, so ein bisschen. Was weiß ich, noch einen neuen Spielmodus oder so, hätte das vielleicht auch vertragen können. Aber es gibt tatsächlich sehr viel Content. Ne? Ihr habt gesehen, sogar im Koop oder so kann man hier echt viele Sachen machen und nicht nur einfach eine Runde so und so. Und das Ganze geht bis zu 4 Spieler. So. Ich hoffe, das kriegen wir vielleicht auch nochmal hin. Und damit würde ich sagen, die letzten Worte gehen an Herrn Affenpresser. Nee, Spaß. Ja gut, kauft es euch alle, es macht echt viel Spaß. Ich habe es selten gezockt, aber jetzt, wo ich es zocke, merke ich immer mehr, dass es echt ein cooles Spiel ist. Und auch viel Spaß macht und zu viert auch sicherlich mal lohnenswert wäre. Aha. Aha, Und hast du okay. noch irgendeine Empfehlung an die Leute, was sie bezüglich dieses Videos unternehmen sollen? Schön liken und immer abonnieren und den ganzen Quatsch machen. Nee, also tatsächlich, na klar. Twittern. Also wenn euch das gefallen hat, was wir hier für Faxen machen, dann liked es ruhig. Abonniert den Kanal, wenn ihr euch für PlayStation VR-Spiele interessiert. Die testen wir nämlich hier. Aber mich würde diesmal auch sehr, sehr interessieren, was ihr vielleicht für eine Meinung habt über Coryx. Schreibt das bitte mal in die Kommentare, wer das schon gespielt hat und was ihr davon haltet. Und vor allen Dingen, wir suchen neue Spieler. Ich will mehr Coryx spielen, habe ich gerade gemerkt. Ich muss dringend wieder üben. Ich bin sau schlecht geworden. Bis Danson, das war Mo Tensen mit dem Affenpresser zusammen. Haut rein. Ciao, ciao. Wir sehen uns Ciao. irgendwann nach meinem Urlaub. Bye. Genau.